Mit dem letzten Juniwochenende sind dann auch die letzten Amateurfußballligen ausgespielt und die Kicker sind in ihre wohlverdiente Sommerpause gestartet. Und das ist auch gut so. Die tropischen Temperaturen waren ja selbst im Schatten abseits der Plätze nur schwer zu ertragen. Und so werfen wir heute nochmal einen Blick zurück auf die letzten Entscheidungen um die Meisterschaften und Aufstiege. In einigen Ligen mussten die Fans und Vereine ja teilweise wirklich bis zur letzten Minute hoffen oder eben bangen, denn nirgendwo liegen Freud und Leid so nah wie beim Amateursport. Und damit herzlich willkommen zur 11. Ausgabe unseres Amateursportmagazins Treffpunkt Spielfeld. Als erstes blicken wir heute zur Landesklasse Nord. Hier sollte die Meisterschaft ja wirklich erst am letzten Spieltag zwischen den beiden Aufstiegsaspiranten der SG Einheit Zepernick und dem SC Templin entschieden werden. Doch bevor wir uns dem packenden Ligafinale und dem 30. Spieltag widmen, blicken wir zum letzten Heimspiel des FSV Blau-Weiß-Wriezen am 15. Juni. Zum letzten Heimspiel der Saison 2021-22 empfingen die Blau-Weißen aus Wriezen am Dienstag, dem 15. Juni, die zweite des Oranienburger FC Eintracht 1901. Ganz vorbei ist die Saison zwar noch nicht, ein Auswärtsspiel haben die Wriezener noch zu bestreiten. Doch bevor sich der FSV Blau-Weiß-Wriezen das letzte Mal von der Ausweichheimspielstätte verabschiedete, bedankte man sich nach Abschluss der Partie des 29. Spieltages noch bei den rund 100 angereisten Fans und Unterstützern für die Treue und den Support. Der FSV blickt auf die beste Saison der letzten 7 Jahre zurück. Ich bin sehr zufrieden mit der Saison, also mit dem ganzen Verlauf. Eigentlich war das in der letzten Sommerpause gar nicht geplant, dass ich das Amt des Cheftrainers übernehme. War eher so, dass ich Christian Wegener, also wir hatten keinen Trainer jetzt im Sommer, dass ich unterstütze. Hat sich aber dann schnell in der Vorbereitung irgendwie herauskristallisiert, dass doch diese Lösung, mich als Cheftrainer einzustellen, dass das irgendwie schnell fruchtet. Also mir hat Spaß gemacht. Ja, die Jungs haben dann echt mitgezogen, haben meine Idee vom Training akzeptiert. Trotz 25 Grad Außentemperatur, Aufwärmen bleibt Pflichtprogramm. Und das wird sich wohl niemals ändern. Doch eine Sache war diesmal anders. Die Hausherren liefen nicht wie gewohnt in Blau auf, sondern in ihren schwarzen Trikots. Die Partie von Anfang an relativ ausgeglichen. Toraktionen auf beiden Seiten überschaubar. Das sollte sich in der 39. Spielminute ändern, denn der Schiedsrichter sah in dieser Situation ein Foulspiel der Oranienburger an Wriezens Florian Prikul. Eine aussichtsreiche Freistoßposition für die Wriezener, ausgeführt von Wriezens Flügelrakete Toni Scholz. Kopfball von Kapitän Kamp vom Keeper pariert, der anschließende Klärungsversuch wurde dann allerdings zum Bumerang. 1:0 für die Hausherren. Niklas Fritsche antizipierte den Befreiungsschlag, warf sich gekonnt in den Ball und verhalf seiner Mannschaft mit dieser Grätsche zum 1:0. Saisontor Nummer 8 für den Wriezener Mittelfeldakteur. Die Gäste aus Oranienburg zeigten sich vom Rückstand unbeeindruckt und spielten munter auf. Allerdings war spätestens auf Höhe der Wriezener Viererkette Schluss. Routiniert verteidigten die Wriezener gegen die junge Truppe aus dem Landkreis Oberhavel. Weitere erwähnenswerte Höhepunkte verzeichnete der erste Spielabschnitt nicht und so ging es beim Stand von 1:0 in die Halbzeitpause. Der zweite Spielabschnitt verlief dann allerdings nicht ganz nach den Vorstellungen von Wriezens Chefcoach Karpe. Nachdem das Spiel der Wriezener zunehmend robuster wurde, nahm der Trainer mit einem Doppelwechsel Einfluss auf die Begegnung. Radig kam für Glienicke und Empeler Embek-Kelem für Prikul. Sicherlich auch, um etwas Druck rauszunehmen. Wenn man unseren Kader heute wieder gesehen hat, sind wir immer noch arg gebeutelt. Also viele Spieler fehlen aus der ersten Männermannschaft. Von daher habe ich dann, also ich kann Einfluss nehmen aufs nächste Wochenende. Also wenn dann Spieler sich mit direkten Gegenspielern in die Haare liegen und schon gelb vorbelastet sind, dann kann ich insofern das nächste Spiel beeinflussen, dass ich sage, gut, komm mal jetzt raus die letzten 10 Minuten. Du bist voller Emotionen, du willst eigentlich nur noch deinen Gegenspieler irgendwie auffressen. Ja.
Oranienburg drückte in Hälfte 2 zunehmend, hatte mehr vom Spiel. Wir springen in die 63. Spielminute. Oranienburgs Ballager mit der Hereingabe. Im zweiten Anlauf der Kopfball von Cole Hibbert aufs Tor. Doch Keeper Köppen mit einer Glanztat in Handballermanier. Ja, unser Köppi hat es gut gemacht, hat eine Aktion, das könnte man wahrscheinlich auch in der Wiederholung dann wieder sehen, hat er wunderbar, also kommt aus dem Handballbereich, hat er wunderbar wie ein Handballtorwart mit einem Fuß da auf Kopfhöhe rausgekickt. 76. Spielminute, die Gäste mit gutem Vorpressing und dem Ballgewinn im Mittelfeld. Zuspiel auf Patrick Ballager, der wiederum den startenden Cole Hibbert in Szene setzte. Zwei Vriezner verteidigten den Linksfuß, der im Strafraum zu Fall kommt. Strafstoß entschied der Schiedsrichter. Das schmeckte den Vriezern überhaupt nicht, es gab Diskussionsbedarf und in der Folge gelb wegen Meckerns gleich hinterher. In dieser Einstellung nicht leicht zu erkennen, allerdings können Kapitän Kamp und sein Teamkollege Mann diese Situation sicherlich eleganter lösen. Die Einschätzung Elfer, ja oder nein, überlassen wir hier unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, gern auch im Kommentarbereich auf unserem YouTube-Kanal Strausberg TV. Ausführender Schütze Oranienburgs Omar Ali Dieb. Schlussmann Köppen, der Stammtorhüter Meinert ersetzte, spekulierte zwar richtig, blieb jedoch ohne Chance. Ausgleich. Ja, im Endeffekt würde ich sagen, ist ein gerechtes Unentschieden mit leichter Tendenz, dass Oranienburg doch am Ende die etwas größeren Chancen hatte. Also wir haben zwar auch noch am Ende eine Riesenchance von Christian Wegner, meinen eigentlich sportlichen Leiter, der nicht mehr so viel trainiert. Mir zwar immer auf der Bank erzählt, wie er die Chancen reinmachen möchte. Also da ist er mal der Größte, wenn er neben mir auf der Bank ist, dann sagt er, oh, wie kann er denn den jetzt rüberschießen, aber vielleicht. Beispielsweise in der 90. Spielminute. Vriezen über rechts. Die Hereingabe vom zwischenzeitlich eingewechselten Leue findet den völlig freistehenden Christian Wegner, der mit Direktabnahme, doch die Kugel rutschte ihm völlig über den Spann. Wegner ärgerte sich über die vergebene Großchance, die den Sieg für die Vriezner und somit den perfekten Heimspielausklang bedeutet hätten. Doch weder diese Partie noch die vergebene Chance zum Dreier schmälern die Saison des FSV Blau-Weiß-Vriezen. Eine respektable Leistung, auf die Trainer Karpe in der nächsten Saison im Angriff um die Meisterschaft aufbauen will. Und die Oderstedter konnten am letzten Spieltag sogar noch eine Schippe drauflegen und ihre offene Rechnung mit dem Schönauer SV begleichen. Das Hinspiel hatte man nämlich in Bliesdorf noch mit 2:4 aus der Hand gegeben. Doch in Schönau konnte die Karpe 11 einen 0:5 Auswärtssieg verbuchen. Für Tabellenplatz 3 reichte es aber für die Blau-Weißen trotz ihrer Serie von 5 Spielen ohne Niederlage nicht mehr. Denn auch den Kickern des FC Angermünde ging im Saisonendspurt nicht die Puste aus. Im Gegenteil, mit einem 6:2 Heimsieg feierten die Uckermärker einen versöhnlichen Saisonabschluss und verwiesen die Blau-Weißen auf Platz 4 der Abschlusstabelle. Von deren Spitze thront am Ende dank eines 1:0 Heimsieges der SC Viktoria 1914 Templin. Dank Tschüsewskis 31. Saisontreffer und dem Spielfrei der SG Einheit Zepernick konnten die Templiner die Meisterschaft am letzten Spieltag klar machen und die Barnimer noch vom Thron stoßen, die ja bis zum 30. Spieltag die Liga angeführt hatten. Doch 5 Siege in Folge und die Tatsache, dass der SC Templin seit dem 7. Mai kein Spiel mehr verloren hat, reichten am Ende für die Wachablösung an der Tabellenspitze. Herzlichen Glückwunsch nach Templin und viel Erfolg in der nächsten Saison in der Landesliga. Von der Landesliga müssen die Vriezener noch mindestens eine Saison träumen, aber nichtdestotrotz können die Blau-Weißen mit dem Verlauf der Saison äußerst zufrieden sein. Tabellenplatz 4 und insgesamt 17 Siege bedeuten zugleich ja auch, bester Ligavertreter aus Märkisch-Oderland zu sein. Ganz anders verlief die Saison hingegen für die SG Bruchmühle, die es mit 17 Niederlagen und lediglich 3 Siegen nicht mehr ans rettende Ufer schaffte. Ebenfalls abgesoffen, aber eine Liga höher ist in der Landesliga Nord der FC Strausberg. Der Abwärtstrend der Strausberger ließ sich auch auf der Zielgeraden nicht mehr stoppen. Der FC kassierte an den letzten beiden Spieltagen nämlich nicht nur eine Auswärtsniederlage beim Tabellenvorletzten FK Hansa Wittstock, sondern auch beim FC Schwedt.
Und da die Strausberger ihren letzten Dreier am 19. März verbuchen konnten, ist der Abschied aus der Landesliga Nord nur die logische Folge. Somit dürfen sich die oderländischen Fans in der kommenden Saison auf Derbys zwischen dem FC und den Wriezenern freuen, falls die Strausberger in der Landesklasse Nord wieder auf Punktejagd gehen sollten. Kommen wir aber nun zur Kreisliga Nord. Dort krönte sich ja die TSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf schon vorzeitig zum Meister und kann schon seit geraumer Zeit für die Kreisoberliga planen. Ihr letztes Kreisliga-Gastspiel beschritt die Zeigerelf beim FC Wacker-Herzfelde 1925 e.V. Und ob die Heimmannschaft sich Wacker schlug, verraten wir Ihnen jetzt. Wenn der Liga-Primus TSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf zum Tanz bittet, wird es in der Regel kein einfaches Unterfangen. Das zeigte die vergangene Saison mit Blick auf die Tabelle und auf das Torverhältnis der bereits zum Meister gekürten Fredersdorfer. Doch die Wackeren aus Herzfelde waren nicht ins heimische Stadion gereist, um sich zu verstecken. Höchstens vor der Sonne, die mit über 35 Grad auf den Rasen schien. Die Hausherren in Gelb von rechts nach links wussten um das ballbesitzbetonte Spiel des Tabellenführers. Die taktische Marschroute daher defensiv arbeiten, den Kasten sauber halten. Nach 25 Minuten gab es dann erst einmal eine Trinkpause für alle Beteiligten. Sicher auch den äußeren Bedingungen geschuldet, ließen es beide Teams gesittet angehen. Es dauerte 45 Minuten, bis Herzfeldes Defensive einen entscheidenden Fehler machen sollte. Jungs, wenn wir drauf sind, nicht drehen lassen! Kevin Dehnert mit Technik und Auge für Janisch. Flanke in den 16er, Kapitän Walzner mit dem Block. Mike Marcel Maas roch den Braten und drückte das Leder zum 1:0 für die Gäste hinter die Linie. Keeper Zipper kann man hier keinen Vorwurf machen. Sein Rettungsversuch blieb erfolglos. Ja, war richtig. Also war der Flanke, glaube ich, aus dem Halbfeld. Wollte der gegnerische Spieler mit der Brust zurück zum Torwart geben und unser Mike ist da dazwischen gespritzt und hat das gut antizipiert und hat den dann auch reingemacht. Wunderbar. Ja, leider machen wir halt einen Fehler zu viel, der zu 0-1 führt und das macht es natürlich dann Fredersdorf ein bisschen einfacher in dem Moment, weil sie dann nicht mehr anrennen müssen. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause. Zeit für eine Abkühlung. Trainer Kukelski musste in der Halbzeit die richtigen Worte gefunden haben. Benjamin Hilliger mit dem Schussversuch abgefälscht, doch die Situation war noch heiß. Justin Schmidt mit Präzision aus der zweiten Reihe, Glanzparade von Schlussmann Marcel Andritzky, der an diesem Tag Stammkeeper Rick Jacobi vertrat. Wir springen in die Schlussphase der Begegnung. Herzfelde stellte inzwischen auf Dreierkette um. Das eröffnete Chancen für den schnellen Dehnert. Von links außen nach innen per Dribbling vorbei am Verteidiger. Der Abschluss allerdings zu unplatziert. Somit kein Problem für Keeper Zipper. Es hätte Dehnerts 40. Saisontor sein können. Sei es drum, die Torjägerkanone hatte er schon sicher. Ja, wir wollten schon das letzte Spiel noch gewinnen, das war klar. Dass es heute bei dem heißen Wetter, bei den Bedingungen da schwer war, jetzt hier großen Tempofußball zu spielen, ist klar. Aber wir wollten lange Ballbesitzphasen haben, wir wollten Gegner ein bisschen laufen lassen und auch natürlich das Spiel trotzdem gewinnen. In der 87. Spielminute machten die Gäste aus Fredersdorf den Sack dann endgültig zu. Nach Flanke von links stand Fabian Bruse im 16er goldrichtig, vernaschte den Schlussmann und auch Kapitän Walzner vermochte es nicht, den Ball noch von der Linie zu kratzen. In der Situation dann über außen auch gekommen, Rückpass nach hinten, da kriegt unser Fabi, unser Stürmer, den Ball. Und der ist natürlich die Ruhe selbst vom Tor, Torwart ausgeguckt oder in die falsche Ecke springen lassen und dann das Ding reingemacht. Also war auch gut ausgespielt. 2:0 für die Gäste und auch gleichzeitig der Endstand dieser Partie vom letzten Spieltag in der Kreisliga Nord in der Saison 21/22. Trotz der Niederlage im letzten Saisonspiel gab es für Trainer Kukelski keinen Grund, unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft zu sein. Also ich war vom Taktischen her zum größten Teil zufrieden. Wir wollten ja tief stehen, wenig Räume anbieten, wenig Chancen zulassen. Was uns eigentlich, wenn man das komplette Spiel sieht, bis auf die letzten 5 Minuten, wo wir dann das zweite Tor kriegen, eigentlich sehr gut gelungen ist. Für die Rot-Weißen aus Fredersdorf gab es nicht viel Regenerationszeit. In der Kreisoberliga muss sich die Zeigerelf dann neuen Herausforderungen stellen.
Wir gehen da ganz frei an die neue Aufgabe ran, versuchen da unseren Fußball, den wir jetzt so erfolgreich gespielt haben, da oben auch in irgendeiner Form weiterzuspielen. Klar wissen wir, dass die Gegner ein anderes Kaliber sind, aber wir versuchen unser bestmöglich zu verkaufen. Und Ziel ist natürlich erstmal die Klasse zu halten, erstmal anzukommen. Und die Hoffnung ist, dass wir uns in den nächsten Jahren dort etablieren können und auch eine gute Rolle da spielen in der Kreisoberliga. Meisterschaft, die beste Defensive der Liga, das beste Torverhältnis der Liga. Herzlichen Glückwunsch nach Fredersdorf-Vogelsdorf zu dieser Leistung. Und trotz tropischer Temperaturen ließ sich die TSG auch am letzten Spieltag die Butter nicht vom Brot nehmen und fuhr den 21. Sieg ein. Bei lediglich 24 Spieltagen schon eine bemerkenswerte Leistung, die noch durch das rot-weiße Torverhältnis getoppt wird. Die TSG schoss nämlich statistisch mehr als 4,5 Tore pro Spiel, was in der Summe dann 110 Tore bei lediglich 18 Gegentoren ergibt. Einen großen Anteil am Erfolg hatte auch ihr Torgarant Kevin Dehnhardt, der sich mit 42 Toren die Torschützenkanone der Kreisliga sicherte. Die Vizemeisterschaft in der Kreisliga Nord holte sich der SV Prötzl, der sein letztes Heimspiel mit 2:0 gegen die Wriezner Reserve für sich entscheiden konnte. Die blau-weiße Reserve rutscht infolge der Niederlage nochmals in der Tabelle ab und schließt die Saison auf Platz 7 ab. Nicht abgerutscht, sondern noch auf Platz 3 kletterten die Kicker von SG Rot-Weiß Neuenhagen nach ihrem 0:2 Auswärtssieg bei der Reserve des FC Concordia Buko-Waldsiebersdorf. Die Kicker des FC Herrensee landeten am Ende nur auf Platz 4. Eigentlich eine respektable Leistung, doch in der letzten Saison ihres Trainers Remo Seitz, der zukünftig ja die zweite des FC Strausberg trainiert, wäre mehr drin gewesen. Der FC Strausberg ist ja auch bekannt unter dem Synonym Junge Wilde und die machten ihrem Verein in den verschiedenen Juniorenklassen in der abgelaufenen Saison alle Ehre. Beispielsweise konnte die U19 mit ihrem Trainerduo Utz Reinke und Holm Schulz die Meisterschaft in der Landesliga Süd einfahren. Aber nicht nur bei den A-Junioren rockten die jungen Wilden die Landesliga, sondern auch bei der U17. Beide Juniorenmannschaften gehen somit in der nächsten Saison in der Brandenburg-Liga an den Start. Herzlichen Glückwunsch an alle Meister. Auch hier kann man nur den Hut vor der tollen Nachwuchsarbeit ziehen. Aber noch beeindruckender als die Saison der genannten liest sich die Statistik der F1-Junioren des SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf. In der Vorrunde und Meisterrunde schaffte der Doppeldorf-Nachwuchs in 14 Spielen sagenhafte 14 Siege. Chapeau! In diesem Sinne allen eine wohlverdiente Sommerpause, in die wir übrigens nur für wenige Tage gehen werden. In den kommenden Wochen werden wir uns wieder ausführlich Breitensportvereinen fernab des runden Leders widmen. Seien Sie also gespannt. In diesem Sinne, sportfrei!